Marc Brasnitsch, einer der Neuzugänge beim BFC Dynamo, kam von der Viktoria aus Köln. Marc Brasnitsch, wie kam der Wechsel zum BFC zustande? Ja, also ich habe jetzt, also der Kontakt wurde zu René Riedlewitz, zum Trainer. Durch meinen Berater haben sie sich kontaktiert und ja, es waren super Gespräche und habe mich dann direkt wohlgefühlt. Der Trainer hat mir das Gefühl gegeben, dass ich hier meinen nächsten Schritt machen kann. Und so ist dann zustande gekommen, dass ich hier zum BFC gekommen bin. In der Jugend haben Sie bei Bayer Leverkusen gekickt. In der A-Jugend auch im letzten Jahr, meine ich, 27 Tore geschossen. Dann ging der Weg zum SC Paderborn in die zweite Liga. Warum ging es danach nicht mehr so rasant weiter nach oben? Ja, verschiedene Gründe. Ich hatte ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen und vielleicht auch da mal die falsche Lösung genommen. Also ja, jetzt bin ich zufrieden, dass ich hier bin. Ich will jetzt nach vorne gucken und den Rest schauen wir weiter. Sie haben bei Leverkusen in der UEFA Youth League, der Champions League der Jugend, gespielt. Wie war diese Erfahrung? Ja, es war eine sehr schöne Erfahrung, weil man sich gegen europäische Teams messen konnte und nicht mehr nur aus dem Westen. Ja, war eine schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht und waren leider nicht so erfolgreich, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Welche heute namhaften Spieler haben damals in den Jugendteams der Gegner gespielt? Ja, mehrere Spieler, zum Beispiel Renato Sanchez von Benfica Lissabon, gegen den wir gespielt. Ja, waren mehrere dabei auf jeden Fall. Und wie war es, gegen die zu spielen? Hat man da schon gesehen, dass sie einfach Extra-Könner schon sind? Ja, auf jeden Fall. In den Teams hat man schon gesehen, wer der Stärkste aus dem Team ist und sowas. Aber wir haben immer gut mitgehalten. Wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt in Leverkusen und konnten mal mithalten. Gegen Bautzen waren Sie jetzt schon dabei am Freitag, konnten schon mitwirken. Welchen Eindruck haben Sie vom Team? Ja, vom Team habe ich einen super Eindruck. Ich wurde sehr gut aufgenommen hier in Berlin. Und ja, wir hätten das Spiel in Bautzen aus meiner Sicht auf jeden Fall gewinnen können auf jeden Fall. Haben jetzt einen Punkt mitgenommen, aber wir sind jetzt zuversichtlich gegen Lok und wollen da die 3 Punkte holen. Welcher Stürmertyp sind Sie? Ja, eher spielerisch und in der Box stark. Welche Ziele haben Sie, auch für sich persönlich und auch mit dem BFC? Am BFC, wir will auf jeden Fall eine super Saison hier spielen mit dem BFC, mit dem ganzen Team. Und ja, und persönlich will ich wieder nach oben kommen. Das will natürlich jeder Spieler. Und schauen wir mal, was nach der Saison wird. Dankeschön, viel Erfolg dabei. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.